Servus, schön, dass ihr wieder da seid, hier bei den Gameswelt-Nachrichten. Ich bin der Pimin und morgen ist wieder Freitag. Ihr wisst, was das bedeutet. Es gibt eine neue Folge InsertCoin für euch. Aber dieses Mal nicht irgendeine Folge InsertCoin, nein, sondern Folge Nummer 666. Also wenn das nicht mal ein schlechtes Omen ist, da wartet was ganz Spezielles auf euch. Schaut's doch gerne an. Dann habe ich auch wieder heute vier Themen für euch. Der Launch von FIFA 23 ist der erfolgreichste der Franchise-Geschichte. Es gibt so ein paar neue Infos zu Starfield. Ein neues Dungeons & Dragons befindet sich in Entwicklung und dann gibt es noch ein neues Spiel, unser Flint Buckler Wakes the Sleepy Castle. Wenn ihr auch in Zukunft immer auf dem Laufenden bleiben wollt, dann lasst uns doch jetzt gerne ein Abo da und drückt da auf die Glocke. Viel Spaß mit den News. Seit ein paar Tagen ist FIFA 23 draußen. Und obwohl die Fußballsimulation zu Beginn, gerade auf dem PC, nicht ganz so gut wegkam und ein paar Probleme hatte, steht nun der erfolgreichste Launch der Franchise-Geschichte zu Buche. Innerhalb der ersten Woche konnte EA 10,3 Millionen Spieler in FIFA 23 verzeichnen. So viele wie noch nie zuvor in diesem Zeitraum. Ob das jetzt an den ganzen Gameplay-Neuerungen liegt oder an dem riesigen Umfang der Lizenzen oder doch an was anderem, das kann jetzt jeder für sich selbst entscheiden. Im nächsten Jahr geht es dann bekanntlich ohne die FIFA-Lizenz weiter mit EA Sports FC. Starfield sollte ja eigentlich schon im nächsten Monat erscheinen, bevor Microsoft und Bethesda sich dazu entschieden haben, den Titel vorsichtshalber doch noch auf das erste Halbjahr 2023 zu verschieben. Zudem gab es auch gar nicht mehr so viele neue Infos zum Rollenspiel. Jetzt hat Todd Howard aber ein paar Fragen aus der Community beantwortet. Zum einen wird der Titel ein sehr wortreiches Spiel werden, inzwischen verfügt Starfield über 250.000 Dialogzeilen. Zum Vergleich, Fallout 4 hatte 111.000 und Skyrim 60.000. Und auch in Sachen wie Science-Fiction-mäßig Starfield wird, gab es eine Antwort: Hardcore-Science-Fiction lässt sich dabei nicht so gut in Spiele übertragen, da es sonst sehr bestrafend für die Spieler wird. Deswegen wird zum Beispiel auf Treibstoff verzichtet, also er geht einfach nie aus, und auch die Triebwerke funktionieren ein wenig entspannter. Also, wie man es sich schon denken kann, erwartet euch nicht eine Hardcore-Science-Fiction-Raumfahrtsimulation. Das Entwicklerstudio Toge Games wurde 2019 von Wizards of the Coast übernommen und in Invoke Studios umbenannt. Warum auch immer. Seitdem ist es ein wenig ruhiger um den Entwickler hinter Dark Alliance geworden. Zumindest bis jetzt. Denn offenbar arbeitet der Entwickler an einem neuen AAA-Spiel auf Basis der Unreal Engine 5. Der Titel soll dabei im Dungeons & Dragons Universum spielen. Dafür wird das Team unter anderem auf 200 Mitarbeiter aufgestockt. Mehr wissen wir über das Spiel leider nicht, also auch nicht, wann es rauskommt oder so. Sind wir einfach mal gespannt, was uns da am Ende erwartet. Mit Flint Buckler Wakes the Sleepy Castle wurde ein neues Spiel angekündigt. Dabei lässt sich der Entwickler Sleepy Castle Studio vom klassischen Paper Mario Spielen inspirieren. Und das sieht man. In dem farbenfrohen RPG wurden Märchenbücher durch einen mächtigen Fluch zum Leben erweckt. Als der namensgebende Abenteurer Flint Buckler ist es euer Job, mit einer Truppe an Märchenfiguren dem Schloss zu helfen. Euch erwartet ein rundenbasiertes Gameplay, Kämpfe gegen Horden, sechs riesige Märchenwelten voller Quests, Schätze, Geheimnisse und vieles mehr. Einen Release-Termin gibt es bis jetzt noch nicht, ab dem 1. November soll die Finanzierung über Kickstarter erfolgen. Und das war's auch schon wieder mit den Gameswelt-Nachrichten für heute. Wie eingangs schon erwähnt, morgen erwartet euch eine neue Folge InsertCoin, wie jeden Freitag um 18 Uhr. Morgen aber die besondere Sendung 666, also 666, da haben wir uns ein bisschen was Spezielles für euch überlegt. Schaut da gerne rein, dann hören wir uns auch morgen wieder. Macht's es gut, Servus.